Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Im vergangenen Jahr beendeten wir die Medianet Exchange-Reihe mit dem Versprechen, uns auch im Jahre 2022 großen und vielleicht auf den ersten Blick ein wenig sperrig wirkenden Themen zu widmen und sie leicht erklärbar zu machen, sodass Sie und Ihr Unternehmen sich das Beste aus diesem Format ziehen können. Heute fangen wir mit einem Thema an und das Thema lautet internationale Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Filmfördersystems. Das machen wir in Kooperation mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Und dazu, zu diesem Thema, darf ich die schönsten Menschen begrüßen, die man sich für so ein Thema auf das Panel holen kann. Ich mag anfangen mit der Dame in der Runde. Das ist Bojena Staudiegel. Sie ist Steuerberaterin, Senior Manager Corporate Tax Service bei KPMG. Herzlich willkommen. Ihr zu Rechten sitzt Dr. Karl Wöpken, er ist Vorstand des Verbandes Technischer Betriebe für Film und Fernsehen. Auch Ihnen herzlich willkommen. Dann gehe ich einmal nach links, da überspringe ich einen Menschen. Aus gutem Grunde komme ich gleich zu und komme zu Martin Moczowski, Moskowitsch. Ich habe es nochmal verhauen, es tut mir leid, Moskowitsch, ich gestehe Besserung. CEO und Produzent bei Konstantin Film. Und ganz außen haben wir dann Daniel Salzwedel. Er ist stellvertretender Leiter Filmförderung Medienbord Berlin-Brandenburg. Ganz zu meiner Linken habe ich heute etwas Neues, das hatten wir bis jetzt noch nicht, nämlich eine Unterstützung in der Moderation. Mir zur Linken sitzt Sebastian Storm, er ist Referatsleiter Medieninvestitionsbank des Landes Berlin, nein, Brandenburg. Das habe ich in der Probe auch schon mal verhauen. Ich mache das jetzt nochmal richtig. Investitionsbank des Landes Brandenburg. Sehr gut. So, herzlich willkommen, Sebastian. Du darfst heute moderativ an meiner Seite tätig werden und deswegen übergebe ich das Wort auch erstmal direkt an dich. Ja, vielen Dank, Tim. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema heute auf die Agenda setzen durften. Die Filmwirtschaft verändert sich in unserer Beobachtung rasend schnell. Die letzten 5 Jahre sind wirklich an uns allen nicht spurlos vorbeigegangen. Und darüber wollen wir heute reden. A, wie hat sich die Branche verändert, aber auch B, was können wir tun in der Filmförderung, um dieser Veränderung gerecht zu werden? Und dazu haben wir uns eben diese Panel-Teilnehmer heute eingeladen. Und ich möchte vielleicht anfangen mit einer Frage an unsere beiden Branchenvertreter, Herrn Moskowitsch und Herrn Wöpken. Was erleben Sie aus Ihrer täglichen Arbeitsperspektive an Veränderung? Nehmen wir jetzt mal die letzten 5 Jahre inklusive der Vor-Corona-Zeit. Was hat sich verändert in puncto Internationalisierung, in puncto Fachkräftemangel, in puncto Veränderung der Auswertungsformen, die ein Film durchläuft? Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Herr Wöpken, dass Sie kurz schildern, was Sie erleben. Ja, vielen Dank. Also ich spreche heute hier auch nicht nur als Studi Babelsberg Geschäftsführer, sondern auch als Vorstand von dem Verband der filmtechnischen Betriebe. Das sind letztendlich alle Produktionsdienstleister in Deutschland, auch führende Kameraherstellerunternehmen, Studiobetreiber und dergleichen. Und was wir festgestellt haben in den letzten 5 Jahren, ist eine unglaubliche Marktdynamik, eine positive Marktdynamik, die durch die Streamingdienste ausgelöst wurde, die nach enormem Programmbedarf ausgelöst haben. Während wir in Deutschland in unserem Fördersystem hauptsächlich auf Kinoförderung ausgelegt waren und ich würde auch sagen, wenn man die Gemengelage insgesamt auch anschaut, immer noch sind, hat sich das europaweit und weltweit gedreht. Ich glaube, dass wir im Moment der Marktdynamik hinterherhinken in Deutschland, weil wir in recht schwierigen Rahmenbedingungen arbeiten müssen. Und darum geht es ja, glaube ich, auch heute darüber zu sprechen. Zum Thema Fachkräftemangel, da kommen viele Dinge zusammen. Es ist auch so, dass zurzeit aufgrund dieser Marktdynamik und weil unsere europäischen Nachbarn teilweise bessere Rahmenbedingungen anbieten, auch sich die Produktionsaktivitäten entsprechend in diese Länder verlagern. Da will ich vor allem nennen England als wahrscheinlich das produktionsfreundlichste Land auf der Welt außerhalb der USA, gehört nicht mehr zu Europa. Aber genauso haben auch in den letzten 5 Jahren sehr viele andere europäische Länder ihre Rahmenbedingungen verbessert, wie zum Beispiel Frankreich, Spanien, Italien, Tschechien, Ungarn, ich könnte weitermachen. Wir waren mal Vorbild vor etwa 15 Jahren mit unserem Fördersystem, aber haben es nicht geschafft, diese Marktdynamik wirklich hinterherzukommen, wie das andere Länder uns jetzt mittlerweile vorgemacht haben. Das führt auch dazu, dass teilweise größere deutsche Produktionen, die also aus Deutschland heraus von deutschen Produzenten entwickelt wurden, dann eben doch in Tschechien oder in Ungarn physisch durchgeführt werden, weil dort die Rahmenbedingungen besser sind. Und da, finde ich, hört der Spaß auf. Da ist höchste Zeit, dass man mal darüber redet. Herr Moskowitsch, jetzt wurde gerade schon angedeutet, Film, Fernsehen, Streamingdienste, Kino. Die Konstantin setzt ja eigentlich
traditionsgemäß eigentlich mehr so auf die Kinosparte noch vor Corona. Wie haben Sie die letzten 5 Jahre erlebt? Ach, das ist schon lange nicht mehr so. Wir haben schon seit vielen, vielen Jahren sind unsere Umsätze im Kino und im Non-Theatrical-Bereich ungefähr gleich identisch. Jetzt in den Corona-Jahren wahrscheinlich sogar etwas mehr im Bereich von TV- und Digitalproduktionen. Alleine schon volumenmäßig, weil da sehr viel mehr produziert wird. Wir stellen ja im Jahr maximal, sag ich mal, 8, 9, 10 Spielfilme her und ganz, ganz viele andere Produktionen. Aber das ist gar nicht der Hauptpunkt hier, sondern hat sich wirklich massiv was verändert in den letzten Jahren. Richtig, einmal natürlich durch die Streamer, aber auch durch viele andere Faktoren. Es gibt einen massiven gestiegenen Bedarf in den letzten 5 Jahren, übrigens trotz Corona. Wir haben alle im Prinzip durch die gesamte Krise durchproduziert, mit ganz wenigen Wochen am Anfang der Krise, wo es so ein bisschen gestockt hat. Aber inzwischen und auch, wie gesagt, davor ist es absehbar, dass es einen unglaublichen Bedarf weltweit gibt für Bewegtbilder. Und zwar sowohl lokalsprachige, nämlich deutschsprachige in unserem Fall, oder eben auch für internationale Produktionen. Und es gibt einen auf der einen Seite einen, wir nennen das immer einen Produktionszirkus von mehreren Milliarden Voluminas, der sich aussucht, wo sind die besten Produktionsbedingungen. Und da stimme ich Herrn Wöppen zu, dass da sind wir inzwischen nicht mehr das erste und auch nicht das zweite oder das dritte Land, wo jemand hingeht, sondern gibt es andere, die da besser aufgestellt wird. Und gleichzeitig gibt es aber auch natürlich in Deutschland eine gut funktionierende Produktionswirtschaft, die für alle Bereiche produziert. Kinofilme, Fernsehfilme, Streamingproduktionen. Insgesamt ist das Teil der Kreativbranche, zweitwichtigste Branche im Land mit einem Wertschöpfungsanteil von weit über 100 Milliarden. Und die Kreativbranche ist eben auch bei uns so, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir halt Arbeitsbedingungen vorfinden, dass wir unsere Produktionen, die sich vielleicht sogar ausschließlich auf den deutschen Markt konzentrieren in der Auswertung, dass wir die auch in Deutschland herstellen können und eben nicht nach Tschechien oder nach Ungarn oder sonst wohin gehen müssen, sondern dass wir das hier machen können. Und dafür brauchen wir wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Ja, vielen Dank. Sie haben das Stichwort schon genannt, Rahmenbedingungen und auch gesagt, wir sind nicht mehr Nummer eins. Also wir können nicht davon ausgehen, dass alle automatisch zu uns kommen, weil wir natürlich in Deutschland ein traditionsreiches und auch ein gut ausgebildeter Filmmarkt sind. Aber Frau Staudiegel von der KPMG, Sie sind im Prinzip so das wandelnde Fachwissen, was Fördersysteme angeht. Könnten Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, uns einsortieren in der Welt? Also welches Fördersystem finden wir in Deutschland vor und wie verhält es sich im Gegensatz zu EU und der Welt? Dankeschön. Die deutsche Förderung ist ja eine Bundes- und eine regionale Förderung und das ist ja nicht steuerliche Förderung. Momentan die einzige in Deutschland. Und die Bundesförderung, die hat ja 3 verschiedene Bereiche. Der eine Bereich ist ja die Förderung von Filmen, die für Kinoauswertung vorgesehen sind. Das sind ja die meisten Produktionen momentan. Die zweite Förderung ist ja die Förderung für die Dienstleister. Das ist ja für Dienstleistungsunternehmen, die eine Produktion durchführen. Und der dritte Standbein der Förderung, der Bundesförderung, ist ja die Förderung für Serien und Filme, die für keine Kinoauswertung vorgesehen werden. Und man muss ja vielleicht ein paar Zahlen gebracht, man muss vielleicht unterscheiden oder sagen, die DFF1, das ist ja die Spielfilmförderung, die bewegt sich so um 20 bis 25% der deutschlandbasierten Produktionskosten und ist aber leider gekappt. Das heißt ja, nicht alle in Deutschland aufgewandten Kosten können gefördert werden. Es ist ja nur ein gekappter Betrag oder ein beschränkter Betrag und dieser beträgt ja 4 Millionen. Die Förderung für die
Dienstleistungsunternehmen. Wie gesagt, die ist ja anders gestrickt. Die beträgt ja dann bis zu 25% der Deutschland förderfähigen Kosten und ist beschränkt auf 25 Millionen. Die Serienproduktion und die Filme, die nicht im Kino ausgewertet werden, für Online-Dienste zum Beispiel, die sind ja auf 10 Millionen bzw. auf 2,5 Millionen pro Projekt beschränkt. Und es gibt ja auch diverse regionale Förderer. Diese bewegen sich ja so mit der Förderung pro Jahr um 26 Millionen. Und es wäre vielleicht auch interessant zu erwähnen, dass die Förderung eben für die Kino Filmproduktionen, die bewegt sich ja pro Jahr bei 100 Millionen Euro und für die Dienstleister beziehungsweise ja auch für die nicht Kino ausgewerteten Produktionen, also für Online-Dienste um 50 Millionen. Das heißt ja, Deutschland ist bereit, 150 Millionen den Produzenten bzw. den Dienstleister zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite, letztes Jahr hat man ja die Zahlen zusammengestellt, bei einer Investition oder Förderung von 147 Millionen ist ja eine Folgeinvestition durch die Produzenten in Höhe von 740 Millionen erfolgt. Das heißt ja, dass die Investition hat ja das mehr als Fünffache von der Förderung erreicht. Das spricht ja für die Arbeitsplätze, das spricht ja für die volkswirtschaftliche Erfolge und soll ja natürlich auch Anreiz für weitere Produktionen sein. Leider mit der Kappung ist es nicht wirklich möglich, weil die Töpfe werden ja pro Jahr geplant und verteilt und es heißt ja zwar, die Produktionen können jederzeit die Anträge stellen, plus wenn die Töpfe leer sind, dann gibt es ja keine Förderung. Und das ist ja momentan die Schwierigkeit der deutschen Förderung. Und ist das im Ausland anders? Ja, das ist ja im Ausland anders. Wir haben ja viele europäische Länder und natürlich auch die ganze Welt. Jetzt würde ich mir ein paar rauspicken, so als Vergleich gegenüber der deutschen Förderung. Da würde ich ja an der ersten Stelle, der Herr Wöbken hat ja schon erwähnt, Frankreich oder England erwähnen und ja auch zum Beispiel Tschechien. Da gibt es ja gar keine Obergrenzen. Es gibt ja auch prozentuale Förderung und in Tschechien sind das zum Beispiel 20% der in Tschechien ausgegebenen oder getragenen Kosten in Tschechien, aber es sind ja auch zum Beispiel 66% der Vergütung für ausländische Schauspieler. Und auch weitere 20% für die Produktionskosten. Das heißt ja, wenn man das zusammenrechnet, ist der Betrag viel höher als in Deutschland. Und wie gesagt, es gibt ja keine Obergrenze. Das heißt ja auch, je größer die Produktion oder Co-Produktion, je mehr Ausgaben getätigt werden, je teurer die Produktion, umso mehr Förderung gibt es. Und das ist ja auf jeden Fall ein Anreiz für die Produktionen, dorthin zu gehen und auch das Geld dort auszugeben. Aber das klingt doch jetzt erstmal nach einem ganz klaren Appell zur Abschaffung der Kappungsgrenze, oder sehe ich das falsch? Ist es dann damit quasi geregelt? Ist das dann die Lösung aller Probleme? Offene Frage, offene Runde. Ich wollte ganz gerne, vielleicht nur damit da kein falscher Zungenschlag reingeht, doch eine Sache auch vielleicht erwähnen. Also erstens mal diese, ich würde jetzt mal sagen, Anreizsysteme, die gibt es auf der ganzen Welt. In allen großen Filmen oder die Nationen gibt es so solche Systeme, auch in den USA übrigens, also weil man da immer sagt, die sind so furchtbar gegen jede Art von Subvention. Hier geht es darum, dass mit diesen Beträgen zum großen Teil eine sogenannte Inward Investment sozusagen incentiviert wird, die dann eben diesen Hebeleffekt hat, von dem Sie gerade gesprochen haben. Und ich glaube, dass das, man muss das nur dazu sagen, weil sonst kommt das immer so an wie, na gut, wenn es so gut brummt, wenn es so brummt, was brauchen die denn überhaupt irgendwie Förderung oder man könnte oder den Eindruck gewinnen, ja. Ja, nee, aber das ist genau eben nicht der Fall, sondern es ist eben so, dass es eine Auswahl gibt heute für jeden Produzenten, wo er seine Produktion herstellt. Und da kann er sich das aussuchen und die großen Studios machen das genauso wie die kleinen Unabhängigen. Und jeder sucht sich halt das aus, was zum einen
kennen natürlich von den Locations oder wenn es eine Studioproduktion ist, wo gibt es die besten Studios, die Kapazitäten, die man jeweils braucht. Und zum Zweiten natürlich, wie sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen? Wie ist das Gehaltsniveau? Was sind die Kosten, die es dafür gibt? Und. Das wird alles ausgerechnet und dann entscheidet man sich, wo man hingeht. Und da muss man eben, wenn man nicht hinten runterfallen will, in diesem gesamten Produktionsvolumen der Welt, muss man eben konkurrenzfähig sein. Das ist also eben nur der Hintergrund, warum man überhaupt sowas braucht, weil sonst könnte man ja sagen, ja wieso, das geht doch alles gut oder sowas, aber selbst die großen Streamer, die Hunderte von Millionen an Produktionsvolumen erschieben, die überlegen sich das genauso. Die überlegen sich, ob sie das in Deutschland drehen oder in Tschechien oder in Ungarn oder in Kanada oder in England oder sonst wo. Und da müssen wir eben schauen, dass wir konkurrenzfähig bleiben. Das ist das eine Prinzip. Die Kappungsgrenze aufzuheben, so einfach ist das nicht. Also zum einen, weil wir in Deutschland ein kameralistisches Haushaltssystem haben. Das heißt, so wie das zum Beispiel in England funktioniert, ist es in Deutschland, so habe ich mir sagen lassen, wir haben diese Diskussion ja schon oft geführt, ist es in Deutschland gar nicht oder nur sehr, sehr schwer überhaupt darstellbar. Das heißt, für jede Ausgabenpositionen braucht es im Haushalt eine entsprechende Budgetierung. Da steht dann eben eine Summe drin. Und ja, man könnte, wenn man diese Summe sehr hoch wählt, könnte man natürlich viele der Probleme umgehen, weil im Moment ist es eben so, dass diese Töpfe in Anführungsstrichen oft schon am Anfang des Jahres weg sind, weil am 1. Januar die Leute einreichen und am 31. Januar ist halt das Geld weg für die Jahresplanung, wenn man so will. Und dann kann man diese Förderungsart nicht mehr durchführen. Im Prinzip ist doch das, was wir wollen. Mit all diesen Systemen wollen wir doch natürlich auch die Qualität der Produktionen erhöhen, aber wir wollen auch unseren Standort stärken und wir wollen gerne, dass möglichst viel hier produziert wird. Das ist doch der ganze Sinn davon. Deshalb hat man das vor vielen Jahren eingeführt und es ist ein gutes System. Es funktioniert ja. Es kommen ja Produktionen sozusagen her, aber nicht im groß genugen Umfang. Und wir können jetzt nicht hingehen und wir sozusagen sagen, also gegeneinander argumentieren, indem man auf der einen Seite sagt, super, jetzt kommen alle her, aber jetzt machen wir den sozusagen Geld dafür, gibt's nicht mehr. Weil das ist ja der Grund, warum sie herkommen, ist natürlich zunächst mal, dass die Mittel dafür zur Verfügung stehen. Und eigentlich muss man sagen, super, das System funktioniert. Man muss nur dafür sorgen, dass es halt alle Produktionen, die nach Deutschland kommen würden, weil es hier eine tolle Infrastruktur gibt, weil es tolle Mitarbeiter gibt, weil es Studios gibt und so weiter. Das genau ist doch der Sinn der ganzen Sache. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man da ein bisschen zögerlich ist, weil man sagt, jetzt kommen sie alle, ups, aber dann kostet ja mehr Geld. Aber das ist der ganze Sinn der Sache. Also ohne das mehr Geld, was gleichzeitig auch wiederum Geld in die Staatskasse spült, in Form von Steuern, in Form von Beschäftigungs- und, was weiß ich was alles. Es gibt ganz, ganz viele Untersuchungen darüber. Weltweit, in allen Ländern haben diese Systeme sich überall bewährt, sonst würde man es ja gar nicht machen. Also insofern will ich nur von dieser Grundsatzdiskussion, braucht denn Film oder braucht denn die Produktion überhaupt eine Förderung, will ich wegkommen. Ja, wir brauchen die, weil wir genau in einem Wettbewerb sind. Und man kann natürlich nicht sagen, ein Film- und Medienland wie Deutschland klingt sich da aus. Gerade weil wir ja so viele andere Sachen, Bodenschätze und so weiter gar nicht haben. Das ist doch eines unserer wichtigsten Industrien. Lassen Sie uns aber gerne noch mal einen ganz kurzen Moment neben dem Geld vielleicht mal über die anderen Sachen, auch noch die anderen Aspekte, die Sie schon genannt haben, reden. Also wie sieht denn das dann aus mit den Arbeitskräften hier in Deutschland? Speziell auch vielleicht hier in Berlin, wo wir ja Medienhauptstadt uns selber schimpfen. Sind wir da konkurrenzfähig international? Also neben dem, dass wir halt fördern, ist die Infrastruktur so gut? Sind die Studios so gut? Sind die Arbeitskräfte so gut? Haben wir das alles? Ich glaube ja. Ich glaube, Deutschland hat einen sehr guten Ruf als Produktionsstandort, was die Zuverlässigkeit der Crews angeht, was die Verfügbarkeit von Technologien angeht. Da sind wir in Deutschland in vielen Bereichen immer führend gewesen. Aber wir schaffen es oft nicht, das zu verstetigen. Und ich will noch mal kurz in Erinnerung rufen, wenn wir noch mal eine Stufe höher gehen. Der Grund, warum wir überhaupt über das Ganze hier in Europa diskutieren, ist, weil es eine Ausnahmeregelung gibt im europäischen Beihilfengesetz für die Kultur. Und in dieser Kinomitteilung, so heißt das Regelwerk, mit dem diese Ausnahmegenehmigung geschaffen wird, wird im Prinzip zum einen gesagt, die einzelnen europäischen Länder müssen in der Lage sein, ihre eigene kulturelle Geschichte zu schreiben und unabhängig sein.
Und zum anderen, und das betrifft natürlich die Produzenten, die Autoren, alle Filmschaffenden, die kreativ tätig sind in unserer Branche, die müssen autonom und unabhängig sein in ihren jeweiligen Ländern. Und genauso aber auch die wirtschaftliche Seite des Filmemachens. Die Länder sollten auch in der Lage sein, ihre Produktion selber durchführen zu können, um im Prinzip auch das international übliche Qualitätsniveau zu erreichen, das man erreichen möchte. Diese Kinomitteilung, die ist von 2001, das Regelwerk. Dieses 2011 gab es eine kleine Novelle, da war ich damals auch in Brüssel mit dabei. Damals sind eigentlich schon die Grundlagen dafür gelegt worden, das Ganze zu einer Willkommenskultur zu machen in Europa. Das heißt also, je mehr in Europa in den einzelnen Ländern produziert wird, desto besser. Da fragt man nicht danach, wie viel Geld braucht ihr denn? Kann es nicht ein bisschen weniger sein? Kommt ihr nicht mit weniger klar? Also diese Willkommenskultur, die hat man in unseren europäischen Nachbarstaaten auch aufgrund der Marktdynamik, die jetzt ganz besonders groß geworden ist durch die Pandemie und durch das Verlagern auf die Streamingdienste. Da kommen wir vielleicht noch mal zu. Hat die Europäische Union grünes Licht gegeben, um das entsprechend zu fördern. Entsprechend haben viele europäische Staaten auf eine steuergesetzliche Lösung umgestellt, die nicht Teil des Haushaltsverfahrens ist. Einer der Punkte, die bei uns im Koalitionsvertrag auch gefordert wurden von unserer Branche und auch dort Einzug gehalten haben, war eine bessere Zuverlässigkeit des Fördersystems. Und das ist etwas, was unmittelbar auch mit dem Haushaltsverfahren einhergeht. Viele größere Produktionen, die sich in Deutschland ansiedeln wollen, brauchen Planungssicherheit für 3 bis 5 Jahre. Und die können sich nicht, also es geht auch um Technologieinvestitionen, die gerade jetzt im Vormarsch sind, in der Digitalisierung unserer Branche, wo eigentlich alle Unternehmer und alle Produktionsunternehmen wissen müssen, wo stehe ich denn, wenn ich jetzt so und so viel investiere in 5 Jahren da? Kann ich mich dann auf das System verlassen oder nicht? Und da hakt es bei uns in Deutschland, da muss wirklich nachgearbeitet werden. Und vielleicht auch nochmal auf den Standort Deutschland zurückzukommen. Wir haben sehr gute Leute hier ausgebildet in Deutschland, auch mit großen Formaten, sowohl große Produktionshäuser wie die Constantin Film AG, aber wir auch als Dienstleister Studio Babelsberg. Und sehr viele wichtige von diesen, sagen wir, Head of Departments oder denjenigen, die eigentlich so ein Projekt nachher zusammenstecken müssen, damit der Film auch funktioniert. Jeder Film und jede Serie ist ein Biest. Und dazu brauchst du ein paar führende Köpfe, die wissen, wie das geht. Und leider gehen von denen mittlerweile auch viele ins europäische Ausland, weil sie dort sie verdienen da nicht nur mehr, sondern haben auch eine regelmäßigere Beschäftigung. Und das sollte eigentlich nicht sein. Das sind alarmierende Signale und da muss eine wesentliche Verbesserung her. Ich will dazu sagen, dass unsere Bundesregierung immer getan hat, was sie konnte im Rahmen des bestehenden Haushaltsverfahrens. Aber wir sitzen heute hier auch hier, um mal darüber, über den Suppenteller hinauszuschauen und zu gucken, gibt es da nicht auch Alternativen. Ich finde, als allererstes müsste man wirklich mal ein Benchmarking machen und sich genau anschauen, warum verlieren wir denn laufend Projekte? Wir merken es also nur daran, dass laufend Projekte anfragen und dann doch nicht kommen. Und das ist das Einzige, was wir mitkriegen. Und das ist aber sehr, sehr besorgniserregend und betrifft eigentlich alle, die in Deutschland auf deutschem Boden arbeiten. Am Ende muss man sich für diejenigen, die das sich jetzt nicht so vorstellen können, worüber wir hier überhaupt reden, so vorstellen, dass eigentlich weltweit dieses Prinzip gilt, wenn man in einem Land Geld ausgibt mit dieser sehr flexiblen Branche, die eigentlich überall auf der Welt produzieren kann, vor allem je größer, desto flexibler, dann ist die einzige Möglichkeit, indem man diese Arbeitsplätze verstetigt in dem jeweiligen Land, die Form, dass man einen Zuschuss gibt, einen Rabatt, wenn man so will, wie so eine Art, können Sie sich vorstellen, Mehrwertsteuerrückerstattung. Das heißt also, wenn man die Ausgaben tätigt in einem jeweiligen Land, dann wird das vom Staat honoriert und der Produktion zurückgegeben, weil man weiß, das hat auch Martin Moskowitz, glaube ich, schon gesagt, das machen die Länder nicht aus kulturellen Gründen, sondern weil es sich auch volkswirtschaftlich rechnet. Und das ist eine Willkommenskultur, die wir in Deutschland noch ein bisschen vermissen. Das kameralistische Haushaltsprinzip, das wir bei uns haben, könnte ruhig so bleiben, wenn es einfach etwas großzügiger ausgelegt würde.
Okay, jetzt haben wir über die reine Menge der Förderung gesprochen. Ja, Frau Staudigl hat schon klargemacht, welcher Hebel auch entsteht durch Förderung, durch Zuschüsse in Filme. Es wird ein größeres Investitionsvolumen entfesselt dadurch. Also im Prinzip kann ja so auch eine Volkswirtschaft für sich die Förderung rechtfertigen, weil es im Prinzip ja kein verlorenes Geld ist, sondern es wird ja quasi in Arbeitsplätze, in Know-how und in Umsätze auch investiert. Aber jetzt mal jenseits von der reinen Menge der Förderung, was gibt es denn noch für Elemente im Fördersystem, die uns mehr Planbarkeit verschaffen? Also Frau Staudigl, Sie haben referiert eben am Eingangs über den DFF 1, DFF 2, auch über den GMPF, also die großen nationalen Förderer, die ja im Prinzip zum Beispiel keine Gremienentscheidung haben, sondern die fußen ja auf einer klaren Kriterienförderung. So ist es weltweit ja auch eher verbreitet, ne? Dass man im Prinzip für eine Produktion in ein bestimmtes Land kommt und dann einen automatisierten Zuschuss bekommt auf die Produktionskosten, die am jeweiligen Drehstandort investiert werden. Wäre das ein Element, das Ihnen als Produzenten, Verleiher, aber auch der Dienstleistern mehr Planbarkeit verschaffen könnte, wenn es mehr, ich sage mal, eine mehr punktebasierte Förderung gibt im Selektionsprozess. Ich sage mal, in der Mehrheit der Bundesländer jedenfalls haben wir das klassische Gremienmodell oder Intendantenmodell beim Medienboard. Auch bei der FFA, die eine nationale Förderung ist, herrscht das Gremium über die Antragsentscheidung. Wäre das etwas, was den Antragstellern zu Pass kommen würde, wenn man also transparent Kriterienkataloge hätte, die man erfüllen muss und dann wüsste, dann man würde die Förderung bekommen? Also das sind viele verschiedene Punkte, die man da besprechen muss. Also ich bin auch ein großer Freund von automatischen Fördersystemen und gerade bei der Filmförderungsanstalt, also dem, wenn man so will, zwar nicht der volumenmäßig der größten, aber der vielleicht image- oder prestigemäßig das Zentrum der deutschen Filmförderung, Kinofilmförderung, da wird ein Teil der Beträge über sogenannte Projektkommissionen vergeben. Also da kommen dann Kommission zusammengesetzt und die entscheidet dann über das eine oder andere Projekt. Ich bin eigentlich eher im Prinzip ein Freund davon, wenn man mal die Nachwuchsförderung ausblendet, dass das automatisiert werden sollte und sich eben an Kriterien messen sollte, zum Beispiel, wie das schon heute bei der Referenzfilmförderung geht, wo man sowohl den künstlerischen Erfolg einer Produktion, indem man eben Festivalpunkte vergibt oder eben einer wirtschaftlichen Erfolg an den Besuchern gemessen, Kinobesuchern gemessen. Aber die viele der anderen, sage ich mal, Förderungen, vielleicht blendet man aber ganz kurz die Länderförderungen aus, die auch kommissionsbasiert sind, zum großen Teil, nicht alle, aber zum großen Teil, aber auf jeden Fall nicht automatisch sind. Da muss man einen Antrag stellen und so weiter. Und die Planbarkeit, wie viel, sag ich mal, Fördermittel eben unterm Strich auf einer Produktion sind, diese Planbarkeit ist extrem wichtig und die muss über Jahre gegeben sein. Das hat Charlie Wöppen gerade schon richtig gesagt. Wir reden jetzt über unsere Produktionsstaffeln 23, 24, 25 und wenn ich nicht weiß, wenn ich jetzt also vielleicht sogar ein ausländischer Produzent bin und ich sage, dann muss ich irgendwann mal Ende 24 mal einen Antrag stellen bei dem, der und der Förderung, dann hoffe ich, dass mein Projekt da so gut ankommt, weil es ja eine Mangelverwaltung ist. Es sind ja viel mehr Projekte da, als es Förderzusagen gibt, dann hoffe ich darauf, dass das dann passiert. Und da gibt es eben sehr, sehr viele, auch große Produktionsfirmen, auch Studios, die sagen, auf sowas lasse ich mich nicht ein. Ich gehe einfach nur, ich möchte gerne sozusagen wissen, ich komme, ich gebe das und das aus und möchte gerne sozusagen dafür einen bestimmten Prozentsatz zurückgehen. Und zum einen ist natürlich die Stellschraube einmal das Gesamtbudget, wie viel steht da zur Verfügung und können wir das dann machen? Kommt gleich noch was zum Stichwort Fachkräftemangel. Und das zweite ist, wie gehe ich damit um, welchen Prozentsatz kann ich sozusagen bekommen? Weil das ist unterm Strich, ist es einfach nur, wenn ich
100 Millionen in eine Produktion stecke, kriege ich da 20 Millionen zurück oder 25 Millionen als sogenanntes Incentive eben. Und da ist Deutschland am unteren Ende von dem, was in Europa und auch sonst wo auf der Welt gemacht wird. Es gibt dann auch noch technische Themen, Sie hatten es gerade schon erwähnt, Schauspielergagen, sind die gedeckelt? Welche Voraussetzungen gibt es dafür? In vielen Ländern ist die Voraussetzung dann dafür, dass der Schauspieler seine Gehälter in dem jeweiligen Land auch versteuert. Ist auch sehr kompliziert übrigens und sehr beratungsintensiv, weil da natürlich dann plötzlich Stargagen zum Beispiel eben, muss man sich dann überlegen, wo zahlen die in Anführungsstrichen ihre Steuern? Da geht es gar nicht darum, dass sie keine Steuern zahlen wollen, sondern nur, wo geht das und welche Doppelbesteuerungsabkommen funktionieren zwischen welchen Ländern und was weiß ich, das können Sie alles viel besser sagen. Aber das auf jeden Fall unterm Strich rechnet sich jeder von uns aus, wie viel brauche ich dann entweder durch die Finanzierung von auf dem Markt mit Minimumgarantien oder im Eigenmittel, um diese Produktion zu stemmen. Und da ist Deutschland schon ich würde mal sagen, im unteren Drittel von dem, was weltweit üblich ist. Die anderen Systeme, die es gibt, und da gibt es ja auch Vergleiche, das BKM macht das jedes Jahr, da sind wir jedes Mal, sag ich mal, weit hinten dran und dann ziehen wir manchmal so ein bisschen nach, wie jetzt bei der Dienstleistungsförderung, wo eben dann gesagt worden ist, es sind 25, dann gibt es noch so eine Exzellenzförderung und Animationsbereich und dann Digitalbonus und so weiter. Da gibt es so ein paar Stufen, wo es ein bisschen besser wird, aber insgesamt sind wir am unteren Ende von dem, was möglich ist. Und lassen Sie mich noch einen Satz vielleicht nur ganz kurz sagen zum Thema Fachkräftemangel. Ja, wir haben Fachkräftemangel und zwar massiv. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und nicht nur in unserer Branche, sondern in jeder Branche. Das hat nichts oder es hat nicht ausschließlich damit zu tun, dass wir einen Produktionsboom durch die Streamer haben. Schon auch, weil Streamer ja zum größten Teil auf jeden Fall seriell produzieren und weil serielle Staffeln über Jahre hin fortgeführt werden. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel so nehmen, mal so eine Top-Crew hier in Berlin, die hier eine Streaming-Produktion 10 Folgen dreht, die wird natürlich zunächst mal schon geblockt für die zweite Staffel. Dann können sie nichts anderes machen, es können nichts anderes annehmen. Und wenn die gut geht, und das sind 6, 7, 8 Staffeln, wie bei Dark zum Beispiel, dann sind die auf 7, 8, 9, 10 Jahre weg vom Markt. Die können halt nichts anderes machen, weil die praktisch das ganze Jahr auf diesen Produktionen sind. Und da haben wir alle, das muss man schon sagen, haben wir auch ein bisschen geschlafen als Branche. Wir sind viel zu spät damit rübergekommen. Es gibt aber neben diesem Produktionsthema, also Produktionsboom, auch noch das Thema, dass es eben einfach weniger Menschen gibt, die junge Menschen gibt, die ins Berufsleben gehen. Und wir haben auch durchaus Probleme, dass wir unsere Branche vielleicht manchmal nicht so attraktiv genug gestalten. Also dass wir auch wirklich überlegen müssen, zahlen wir unseren Aufnahmeleitern genug Geld? Zahlen wir ist vielleicht nicht der Bildschirmarbeitsplatz bei Google irgendwo vielleicht attraktiver, weil bei uns muss man halt irgendwo auf einer Produktion sein. Und das muss man sich überlegen, wie kann man da dagegen arbeiten und wie können wir unsere Branche attraktiver gestalten? Das war ja mal eine Glamour-Branche über viele Jahre und das hat es schon ein bisschen verloren. Und da muss man extrem vorsichtig sein. Wir machen das. Ich weiß, dass Studio Babelsberg das auch macht und einige von den anderen großen Produktionsfirmen, die UFA und so weiter, das, wo wir versuchen, junge Leute ranzuführen, duale Studien, Filmhochschulen und. Aber das dauert halt. Und das dauert und leider muss man wirklich sagen, haben wir da ein bisschen gepennt. Und das muss man ändern. Ja, spannende Themen, viele Themen. Daniel Salzwedel vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Euch beschäftigt es ja wahrscheinlich auch Tag ein, Tag aus. Also wie verändern sich Rahmenbedingungen in der deutschen Produktionswirtschaft, in der regionalen umso mehr? Was sind eure Themenfelder, um die ihr euch gerade vor allem kümmert, hinter den Vorhängen des Fördersystems? Ja, die letzten Jahre haben eine große Veränderung herbeigebracht, das haben wir, glaube ich, alle gespürt. Ich denke, dass es allen so geht, dass Dinge, die früher selbstverständlich waren, plötzlich 2 Jahre lang keine Finanzierung mehr bekommen, dass andere Dinge, die wir früher nie gemacht haben, mit Selbstverständlichkeit und sehr, sehr großem Erfolg lanciert werden. Wir sehen, dass die Gewohnheiten oder die Planbarkeiten dann auch in der Evaluation von Projekten im Vorfeld, bevor wir entscheiden, ganz anders dasteht im Sinne von, wo
wie sieht das Recruitment aus, woher kommen, welchen Erfolg sehen wir in diesen Projekten. Das heißt, das finde ich, es geht, glaube ich, den Machern und Macherinnen genauso wie uns, dass da gerade sehr viel Unordnung ist, eine kreative Unordnung, die ist da und die wird sich auch weiter so weiter ausbilden. Ich glaube, dass wir damit im Moment ganz, ganz gut klarkommen, aber wir haben auch den in gewisser Weise den Auftrag, auch Gewohnheiten immer wieder neu jetzt zu hinterfragen. Und das ist eine schwierige Tour, die wir da manchmal machen. Ich glaube, das geht den Herstellern genauso, dass man sagt, okay, das hat auch eigentlich immer funktioniert, das passen wir so an, das geht dann. Für uns ist es sehr wichtig, wir haben selbst ein Projekt aufgelegt in den letzten Jahren, das eine automatische Förderung ist im Bereich der digitalen Filmproduktion. Das sind wunderbare Werkzeuge. Das ist ganz klar und die Regeln sind sehr einfach und natürlich, ich kann mir gut vorstellen, dass ähnliche Verfahren oder mit einem ähnlichen Verfahren auch in anderen Bereichen gearbeitet wird. Für die großen Projekte sehe ich das eher weniger rein, weil da auch so viel Wirtschaftliches doch auch dran hängt. Das können letztendlich auch die Länderförderer im Quartett einigermaßen ausgleichen, doch die wirklich großen Projekte, denke ich, sind wir doch angewiesen davon, dass wir einen zuverlässigen und auch planbaren Bundesincentive haben und vielleicht auch nicht drei verschiedene, sondern einen. Das mit der nicht vorhandenen Kappung ist vielleicht ein bisschen hochgestricken, aber wir können doch mal ähnlich so wie wir sehen, dass die Branche zurzeit neue Wege sucht, vielleicht auch wir in der Förderkultur und in den Dingen, die sakrosankt sind und weniger sakrosankt sind, auch doch nochmal mit einem offeneren Blick drauf gucken. Das mag jetzt heute noch schwierig sein, aber ich kann mir gut vorstellen, in 3 Jahren ist es zu spät. Von daher sind wir da eigentlich relativ klar in der Position, dass wir da für den Standort sehr stark dafür werben, dass da ein Aufbau, eine Korrektur und eine Weiterentwicklung ist ein schöneres Wort, da entsteht. Ich will noch ganz kurz ansehen, dass die Bundes- und Länderförderer sich gerade jetzt zusammengetan haben und ein überfälliges Thema aus Sicht der Branche neu angehen und hoffen, dass wir da bald große Fortschritte machen. Das ist die Vereinfachung und Angleichung der Projektprüfung und der Projektabrechnung. Da sind wir guter Dinge, dass es da vorangeht. Das ist, glaube ich, für die Branche ein wichtiges Tool. Das ist, haben wir ja ausprobieren können im Rahmen des Hilfsprogramms Anfang der 20er, Anfang der Pandemiezeit. Das hat hervorragend funktioniert. Darauf bauen wir auf. Jetzt haben wir uns ja schon vorhin unterhalten über Investitionen, über Gewinne. Herr Moskowitsch hat uns gerade schon angedeutet, Dark ist natürlich jetzt gerade so die Vorzeigeserie. Wie sieht denn das allgemein in Deutschland, vielleicht auch gerade in Richtung Förderung oder auch in Richtung Babelsberg mal gespielt, aus mit den Inhalten? Ich habe das Gefühl, mag rein persönlich sein, dass wir in Deutschland auch ganz, ganz viele Dinge fördern, die am Ende vielleicht kein Mensch sehen will, kann das nicht, oder weil einfach die Stoffe nicht international wettbewerbsfähig sind. Ist das ein persönlicher Eindruck oder ist es so, dass wir da in Deutschland von den Inhalten her inzwischen international mithalten können? Ich meine, außerhalb von Dark jetzt. Ach, das glaube ich schon. Das ist doch, also natürlich. Ich meine, es gibt ja Unmengen von Programmen, die aus Deutschland heraus produziert werden. Manche deutschsprachig, manche englischsprachig, die weltweit natürlich erfolgreich sind. Aber bei den Streamern kommt ja noch was anderes dazu. Bei den Streamern, da geht es ja gar nicht darum, wie viele Leute das jeweils sehen. Die verdienen ja nichts dran, wenn mehr Leute sich eine Produktion anschauen, sondern bei denen geht es ausschließlich darum, dass sie ein attraktives Programm anbieten, was möglichst viele Subscriber an möglichst wenig Kündigungen. Und das ist deren Geschäftsmodell. Das ist was ganz anderes wie das, was im Kino passiert oder sonst wie passiert. Aber man muss das, glaube ich, schon trennen in deutsche und internationale Produktionen. Also das, was das deutsche Kino zum Beispiel, um mal nur vom Kino zu reden, bei einem Marktanteil, der sich so zwischen 20% und 30% nur bewegt, das ist für die gesamte Auswertungsinfrastruktur immens wichtig. Jeder Theaterbesitzer wird Ihnen sagen, dass er
auf die deutschen Filme angewiesen sind. Es gibt da so eine Art Grundrauschen, wenn man so will. Das ist das, was aus Amerika kommt, aus Hollywood kommt, für den Weltmarkt produziert wird. Und dann kommen eben die deutschen Produktionen. Und wir zeigen das regelmäßig alle paar Jahre, mindestens manchmal öfter, dass es möglich ist, Produktionen zu machen, die in Deutschland natürlich durch die Decke gehen und sehr viel erfolgreicher sind wie die meisten US-amerikanischen Produktionen. Aber das ist nicht so, glaube ich, gar nicht mal so der Punkt, weil das, worum es hier geht, ist ja was ganz anderes. Da geht es nicht darum, dass man besonders schöne, besonders gute Filme macht, sondern es geht um ein Anreizsystem und damit möglichst viel hier produziert wird. Es gibt bei diesen ganzen Punkten übrigens noch einen ganzen Bereich, der jetzt ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, der mir aber auch extrem wichtig ist. Und da ist einer der wenigen Punkte, glaube ich, wo wir vielleicht sogar mit den filmtechnischen Betrieben nicht unbedingt bei vielen Gemeinsamkeiten, die wir haben und gleichen Zielen, wo wir nicht unbedingt in gleicher Art und Weise das gleiche Ziel vor Augen haben. Und zwar, da geht es zum einen um das Thema Investitionsverpflichtung. Das ist ja auch im Koalitionsvertrag festgelegt. Investitionsverpflichtung bedeutet, dass die hier agierenden Akteure, sprich vor allen Dingen natürlich die Streamer, verpflichtet werden, einen bestimmten Anteil ihrer Umsätze in lokale Produktion zu investieren. Finde ich gut. Das ist auch richtig so. Das muss man auch machen. Gleichzeitig wollen wir aber mit der Investitionsverpflichtung auch sicherstellen, dass die Produzenten, also diejenigen, die die Produktion generieren und herstellen, dass die auch an bestimmten Rechten partizipieren von dem, was sie sich selber in Anführungsstrichen ausgedacht haben oder was sie in Auftrag gegeben haben, dass jemand anderer sich aufträgt. Weil dieses Risiko, diese Projektentwicklung, das tragen ja wir. Das heißt, wir würden gerne daran partizipieren. Und die Streamer haben bei all dem, was sie geschafft haben und in der Art und Weise, wie sie sich durchgesetzt haben auf den Märkten weltweit, haben ein Geschäftsmodell, das erinnert mich immer so ein bisschen an das Geschäftsmodell der Zulieferer in der Automobilbranche. Da muss halt jemand sozusagen, das muss halt jemand machen und eigentlich geht es darum, dass es möglichst günstig und möglichst natürlich qualitativ hochwertig passiert. Und da wird, wenn der eine es nicht macht, macht es halt der andere. Und wir wollen gerne versuchen und die Geschäftsmodelle aller großen Streamer sind völlig identisch, wenn es um die Verhältnis Produktion Streamer geht. Das heißt, man einigt sich auf ein Budget und der Produzent bekommt einen bestimmten Prozentsatz als Marge, als Gewinn. Das variiert so zwischen 8% und 15%, vielleicht mal in Ausnahmefällen auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Aber im Prinzip liegt das so in diesem Korridor. Und dafür bekommt aber der Streamer alles auf immer und ewig. Auf immer und ewig, also in alle Ewigkeit sind die Rechte beim Streamer. In ganz, ganz wenigen Fällen gibt es mal Ausnahmen, wo ein Produzent oder ein Künstler daran beteiligt wird. Und in ganz, ganz wenigen Fällen gibt es etwas, wo die Rechte nach einer bestimmten Zeit vielleicht wieder zurückfallen oder sonst was. Die Konstantin-Film, um es nur mal zu sagen, als der, sage ich mal, größte studiounabhängige Produzent in Deutschland. Die Konstantin-Film hätte so eine Krise wie jetzt die Corona-Krise nicht überlebt, wenn wir nicht Rechte hätten. Wir leben von unseren Rechten. Das ist unser, wenn man so will, das Gold bei uns im Keller. Das Geschäftsmodell der Streamer schließt das aus, im Prinzip. Und wir wollen gerne, dass, wenn es denn zu dieser Investitionsverpflichtung kommt, dass gleichzeitig auch sichergestellt wird, dass ein Rechterückbehalt für die Hersteller gewährleistet ist. Das ist extrem wichtig. Ein Dienstleister hat eine andere Agenda, weil der nicht interessiert ist daran unbedingt, wobei viele der Dienstleister auch gleichzeitig Hersteller sind. Aber im Regelfall wollen die nur ihre Umsätze in ihren Hallen mit ihren Dienstleistungen eben haben und sind nicht unbedingt daran interessiert, dass das, was da generiert wird, auch einen bleibenden Wert hat und auch weiter Geld generieren muss über die Jahre. Und wir beteiligen übrigens die Künstler auch daran. Das ist ja so, dass bei uns alle Künstler werden bei uns an den Produktionen beteiligt, auf die eine oder andere Weise, an den Erlösen, Erträgen, die das sozusagen bringt. Und das ist extrem wichtig, finde ich, und das ist auch für eine gesunde, sag ich mal, Film-Medienlandschaft extrem wichtig, dass das so bleibt. Ne? Aber widerspricht sowas sich dann eigentlich zum Teil auch einer Willkommenskultur, wie Sie die vorhin beschrieben haben, wenn ich dann verpflichtet bin, 20% haben Sie jetzt in den Raum geschmissen, in dem Land dann halt wieder zu reinvestieren, wenn ich also als Unternehmen quasi verpflichtet bin,
Ja, das Teil ist, glaube ich, man muss das, glaube ich, zwei- oder dreistufig sogar sehen. Die Investitionsverpflichtung an sich löst ja noch nicht eine Gewinnbeteiligung aus, sondern das ist dann die Forderung der Produzenten, weil die Natur dieser Beauftragung ist eine Auftragsproduktion, genauso als wenn man jetzt den Tatort für die ARD produzieren würde. Da weiß ich auch, dass die Produzentenallianz das auch schon seit Jahren verfolgt, diese Pionierleistung der Produzenten besser zu vergüten oder am Erfolg beteiligt zu sein. Das kann uns Produktionsdienstleister und darf uns Produktionsdienstleister aber nicht interessieren. Also wir werden einzig und allein daran gemessen, wie wird es in dem Land gemacht, in dem und dem und dem. Und wenn wir dann das einzige Land auf der Welt sind, wo eine solche Auftragsproduktion im Prinzip eine Gewinnbeteiligung erfordert und dieses Projekt deshalb nicht in Deutschland produziert wird, weil dort diese Forderung existiert, dann bestraft man uns damit. Aber verhindern, dass die Produktion gemacht wird, kann man es nicht. Die wird dann halt in einem anderen Land produziert. Und da hakt es dann an der Wettbewerbsfähigkeit in den europäischen verschiedenen Ländern zwischen den Produktionsdienstleistern. Ich verstehe die Produzenten voll mit ihren Forderungen, weil hin und wieder sind wir auch mal Produzent. Und da ist es immer mühsam. Also die Frage, wie man das Thema einer Beauftragung durch Auftragsproduktion, wo man selber hier aus Deutschland heraus die Pionierleistung erbracht hat, wie man das regelt, habe ich auch keine Antwort für. Da muss man auch Verbesserungen hinkriegen. Ich kann aber hier nur für die Produktionsdienstleister sprechen. Und da muss ich einfach sagen, im Benchmarking mit anderen Ländern dürfen wir nicht abfallen. Das würde den Standort nachhaltig als Produktionsstandort schädigen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, weil das, glaube ich, ein Missverständnis ist, damit das nicht so stehen bleibt. Ich habe nicht gefordert, dass die Streamer 20% ihrer Umsätze in lokale Produktionen stecken. Sie sollen einen bestimmten Anteil. Sondern bei mir ging es darum, was ich meinte, ist der Prozentsatz, mit dem die Incentivierung versehen wird. Also die qualifizierenden Kosten einer Produktion in Deutschland. Wie viel Prozent bekommt dann der Produzent sozusagen erstattet, wenn man so will. Und das ist eben in Europa irgendwo so, liegt das so zwischen 20 und 30, manchmal auch 35%. In Kanada zum Teil weit über 40%, manchmal bis zu 50% im digitalen Bereich. Und da, sage ich mal, befindet sich eben Deutschland mit diesen 20%, die dann, wenn man es runterrechnet, nur 16% sind, weil da gehen bestimmte Kosten runter, ist es halt am untersten Ende in der Skala der großen Filmländer. Und da würde ich, das ist ja die Stellschraube, die für die Attraktivität, so neben des Volumens insgesamt, ist ja wichtig, wie viel ist es denn? Also wenn ich 10 Millionen als Produktion hier ausgebe, kriege ich dann 1,6 Millionen als vom DFFF oder vom GMPF oder kriege ich 2,5 Millionen. Und das fließt in diese Rechnung mit ein und da sollten wir uns auch verbessern. Also ich glaube schon, dass die Prozentsätze in Deutschland zu niedrig sind. Die letzten Minuten gehören bei Medianet Exchange traditionell den Zuschauerfragen und die gebe ich heute auch mal ab an Sebastian. Genau, uns hat eine Zuschauerfrage erreicht und zwar das Verhältnis von Produktions- und Verleihförderung sei ein wenig ungerecht. Es wird sehr viel, werden sehr viel hohe Beträge in die Produktionsförderung gesteckt. Der Verleih hat da oft das Nachsehen. Frage vielleicht nochmal an das Medienboard, an die Filmförderung, mal stellvertretend für das Fördersystem. Kannst du das so nachvollziehen? Wie ist da eure Policy? Naja, also wenn es denn eine aussichtsreiche Auswertung im Verleih geben kann, dann würden wir in der Regel dem nicht entgegenstehen, wenn wir das Projekt vorher auch gefördert haben. Von daher weiß ich jetzt nicht genau, woher dieses Missbild herkommen wo das sein. Der prozentuale Anteil der Verleihförderung nehme über die Jahre immer weiter ab, heißt es. Ja, die Verleihförderung, muss man auch dazu sagen, ist eine Risikoförderung, die letztendlich den Erfolg von dem, was man da fördert, voraussetzt, der aber nicht immer gegeben ist. Während es bei der Produktionsförderung, da gilt ja immer das Spend-on-the-Ground-Prinzip, das heißt, wie viel wird in dem jeweiligen Land physisch ausgegeben und damit ist der Erfolg schon erzielt. Also da kommt vielleicht auch das Missverhältnis her. Das ist ähnlich wie bei den Versicherungen in beiden Bereichen. Der Completion Bond, der muss nur die Fertigstellung des Filmes sicherstellen. Und der Revenue Bond, das gab es früher mal, das waren Versicherungen, um im Prinzip Verleihbemühungen und so weiter abzufedern. Das gibt es schon lange nicht mehr, weil das eben ein sehr großes Versicherungsrisiko ist.
Ich nahm ein Räuspern von meiner rechten Seite wahr. Frau Staudiegel wollte, glaube ich, dazu noch was ergänzen. Genau, wir haben bisher nur über die staatliche Förderung gesprochen. Es könnte vielleicht auch eine andere Lösung geben. Das wäre ja die steuerliche Förderung, die man ja auch je nach Produzenten, Dienstleister oder auch Verleiher definieren könnte und ja auch die Töpfe dementsprechend oder die Regelung schaffen könnte. Andere Länder können ja solche Förderungen, die steuerliche Förderung, und die bewegt sich ja meistens so zwischen 20% und 25% der Ausgaben, die dann auf die Steuer angerechnet werden zum Beispiel, oder es gibt ja auch Abschreibungsmodelle für Wirtschaftsgüter, die für die Produktion angeschafft werden, die normalerweise, sage ich jetzt, aktiviert werden müssen und auf viele Jahre abgeschrieben werden müssen. Und durch die Abschreibungsmodelle werden sie im ersten Jahr vollständig als Betriebsausgabe geltend gemacht. Es gibt ja auch die Zulagen, das hat der Herr Wöbken schon angesprochen. In Deutschland gibt es ja bisher oder aktuell die Forschungs- und Entwicklungszulage. Das ist ja ein Instrument der Finanzierung. Für die Filmbranche wäre ja ganz wichtig. Und die Zuschüsse ist ja auch eine echte Förderung. Diese müssen nicht zurückbezahlt werden. Und vielleicht könnte man sich daran orientieren und ja auch solche Förderinstrumente in Deutschland schaffen. Ich wollte nur noch vielleicht ergänzen, ist alles richtig, aber die Diskussion steuerliche Anreizsysteme gegen, sage ich mal, eine direkte Subventionen, um mal das Wort zu benutzen. Das ist auch ganz am Anfang, als wir den DFFF sozusagen, als der erfunden wurde, wenn man so will, lange, lange diskutiert worden. Damals hat uns übrigens der gleiche Staatssekretär, der auch heute noch im Finanzministerium dafür zuständig ist, lang und breit erklärt, dass diese steuerlichen Systeme aus Haushaltssicht und auch aus der Sicht Einnahmen gegenüber Kosten weitaus aufwendiger sind als eine direkte. Und damals ist aus dem BMF, das war damals das BMF, dass diese Idee einer direkten, prozentualen, analog, wie gesagt, wie in vielen anderen Ländern, in Kanada, in England und so weiter, dass man das sozusagen vorziehen sollte. Es mag sein, dass sich das heute unter einem anderen Finanzminister verändert hat, die Sichtweise darauf, aber damals war das ich war da selber dabei, ich war in der Kommission und habe sozusagen mitbekommen, dass die Für und Widers da diskutiert wurden. Da hat man sich klar für ein System entschieden, was eben direkt, das System hat ja funktioniert, sonst würden wir ja nicht hier sitzen und sagen, oh wow, jetzt sind so viele Produktionen am Laufen, sondern es geht nur darum, dass es halt nicht mehr reicht und wir müssen halt jetzt aufstocken, damit es dann funktionsfähig ist. Ob man das dann über ein Steuersystem macht, also Steueranreizsystem macht, oder ob man das dann über eine direkte Subvention macht, ist uns als Produzenten erstmal egal, aber wie gesagt, das ist ein Thema, was vor allen Dingen das BMF betrifft. Ja, also da kann ich nur voll zustimmen. Ich glaube auch, wenn es gelingt, im Rahmen dieses Haushaltsplanungsverfahren genug Spielraum zu schaffen, mit dem dieses Windhundprinzip ausgehebelt wird, dass im Frühjahr schon die Mittel weg sind, da muss man einfach aus Sicht eines Haushälters mal auch mal über die Klinge springen und sagen, okay, ich packe da jetzt mal 50 Millionen drauf, die sind ja erstmal nur planerisch im Haushalt weg, das Geld ist noch nicht ausgegeben. Aber wenn es dann tatsächlich gebraucht wird, dann klatsche ich in die Hände, weil genau das will ich nämlich erreichen. Und wenn was übrig bleibt, dann darf man es nicht gleich wieder wegkürzen. Es war ja nur planerisch weg. Man muss dieses Polster haben, weil wir im Projektgeschäft sind. Und es hilft alles nichts. Wenn wir das steuergesetzliche System nicht wollen, ist aus meiner Sicht die einzige Chance, um darauf zu reagieren, indem man das haushaltstechnische System grundlegend aufstockt nach oben. Und so viel Polster drin lässt, dass wirklich am Jahresende 20, 30 Millionen übrig bleiben. Denn im Projektgeschäft kann es auch mal sein, dass ein größeres Projekt den Topf dann doch leer räumt. Und einfach um diese Planbarkeit zu haben, muss man diese Großzügigkeit haben. Wenn man von dieser Diskussion eines steuergesetzlichen Systems wegkommen möchte. Und für uns ist zurzeit das
wichtigste Problem eigentlich, wenn ich das abschließend noch sagen darf, wenn man mal von der ganzen Theorie weggeht und guckt, was passiert eigentlich jetzt gerade und wie kann man den Filmstandort jetzt verbessern, ist zum einen, wir haben in der Förderung von großen Kinofilmproduktionen immer noch die Auflage drin, wenn man sie als Dienstleistung durchführt in Deutschland, dass man den Film auch in Deutschland auswerten muss. Das können viele Produzenten im Moment weltweit nicht garantieren, weil die Pandemie nach wie vor dazu, die Kinos funktionieren einfach weltweit noch nicht wieder. Und solange das so ist, darf man so eine Auflage nicht machen, schon gar nicht, wenn Deutschland das einzige Land ist auf der Welt, das das tut, mit der Konsequenz, dass die Projekte nicht kommen. Das muss man einfach wissen. Und das ist hochkritisch und dringend das Problem. Und das Zweite ist, dass 75% des Marktes zurzeit an Deutschland vorbeimarschieren. Also das Schwergewicht hat sich hin zu seriellen Formaten verlagert. Ich schätze, also wir schätzen, dass es ungefähr 75% serielle Formate sind, die zurzeit weltweit produziert werden, nur 25% Kino. Das war mal umgekehrt vor 10 Jahren. Und darauf hat der Bund nicht reagiert mit entsprechendem Nachschub für diese Produktionsanreize von seriellen Formaten. Und genau da muss man jetzt nochmal ein Schnapsglas drauf tun. Ich weiß, die Bundesregierung kennt das Thema und will da auch was tun in der Richtung. Ich muss nur noch ein bisschen mehr machen. Es sind jetzt beispielsweise eine Fusion von DFF 1 und 2 und GmbF dann ein erster Schritt, der da Sinn machen würde? Ja, das ist ein Punkt. Ich meine, was uns Produktionsdienstleister auch natürlich im Moment stört, ist, dass der DFF 2, der nur für Produktionsdienstleister eigentlich beantragungsfähig ist, gleichzeitig deckungsfähig gemacht wird mit dem German Motion Picture Fund, der nur für Produzenten zugänglich ist. Und diese Deckungsfähigkeit heißt aber unterm Strich, dass der DFF 2 leergeräumt wird, weil der GmbF notorisch zu niedrig dimensioniert ist. Und das muss man erstmal aufheben, glaube ich, damit auch dieser Verteilungskampf und die ganzen Diskussionen entkrampft werden zwischen Produktionsdienstleistern und Produzenten. Ich finde 50 Millionen total super und in die Richtung wollen wir gehen. Und aus der Zeit, die wir jetzt durchlaufen haben, wir selbst kleine Produktionen haben die Möglichkeit, einen weltweiten Aufschlag zu machen. Das heißt, wir sind dazu verdammt, international zu denken und international zu arbeiten und international auch unsere Standorte hier zu begreifen. Und das nicht immer nur im Sinne von unserer deutschen kleinen Küche sozusagen anzuschauen. Und das wäre für uns ein wichtiger Punkt. Eine Zuschauerfrage haben wir noch, vielleicht haben wir für die noch Zeit, und zwar Stichwort Fachkräftemangel. Was wird denn unternommen, um dem zu begegnen? Vielleicht nochmal Frage an Sie, Herr Roskowitsch, in Ihrem Unternehmen, wie packen Sie es an? Wir haben ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Zum einen haben wir zusammen in Bayern ein duales Studium aufgegleist mit der Universität in Ansbach. Eine Hochschule in Ansbach und bilden da, weil der Bereich, es gibt viele Bereiche, wo es zu wenig Leute gibt, aber der am schlimmsten betroffen ist, sind Produktionsleute, also Aufnahmeleiter, Produktionsleiter, Herstellungsleiter, Filmgeschäftsführer und so weiter. Und das geht jetzt los gerade, hat leider viel zu lange gebraucht. Wir haben 3 Jahre lang dahin gearbeitet. Jetzt ist es am Laufen, ab dem nächsten Semester geht es los. Gleichzeitig haben wir ein Ausbildungsprogramm bei uns in der Firma aufgegleist auch, wo wir jetzt zunächst mal 10 Leute in die Branche unter, und zwar nicht als Trainees oder sowas, sondern bezahlt, voll bezahlt, die bei uns ausgebildet werden, in der Hoffnung, dass die dann im Unternehmen oder nahe beim Unternehmen bleiben. Wir haben bei jedem einzelnen Film inzwischen Ausbildungsplätze, wo wir versuchen, Leute auszubilden. Es gibt viele neue Berufe, Green Consultant zum Beispiel. Wir machen seit vielen Jahren und ganz massiv Green Shooting, wo man eben versucht, die Emissionen auf den einzelnen Produktionen zu reduzieren. Wir sind sowieso eine emissionsarme Branche, aber das kann man noch verbessern. Dafür braucht es Leute, die sich damit auskennen. Da gibt es inzwischen Ausbildungswege. Also wir haben eine ganze Reihe von Sachen gemacht, aber es reicht natürlich nicht nur, wenn die paar Großen das machen, da muss jeder mitmachen. Und das muss man auf breiter Fläche machen. Und es muss auch klar sein, dass nicht nur die Filmhochschulen bilden ja vor allen Dingen in Deutschland aus Regisseure, Produzenten, manchmal Kameraleute. Aber worum es geht, sind die Leute, dass man die Leute ausbilden muss, die dafür zuständig sind, dass die Produktionen laufen. Ich will niemandem da was wegnehmen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, dass es halt extrem wichtig ist. Und wir kriegen heute in Deutschland, wenn Sie in diesem Jahr was drehen wollen und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr, kriegen Sie keinen vernünftigen Herstellungsleiter
mehr, weil die Leute alle ausgebucht sind bis zum geht nicht mehr. Und das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Auch das ist doch super. Das ist doch, muss man einfach sagen, kommt alle, wir bilden euch aus, wir machen das. Und da müssen wir nacharbeiten eben, dass wir die Jobs attraktiver machen und auch durchaus bessere Gehälter zahlen. Uns rinnt die Zeit durch die Finger, aber noch vielleicht ganz kurz als Rückfrage, weil jetzt haben wir über München und die Konstantin gesprochen. Wie sieht es denn in Berlin aus? Ich meine, wir senden aus Berlin. Wie ist da die Ausbildungslage? Wir haben den Fachkräftemangel, glaube ich, in der ganzen Bundesrepublik in unserer Branche. Wir hier in Berlin-Brandenburg haben die Filmuniversität in Potsdam, die auch ein angegliedertes, sagen wir, berufsnahes Fortbildungsinstitut, das Erich-Pommer-Institut, betreibt. Ich bin selber auch im Kuratorium der Filmuniversität und wir diskutieren das laufend. Aber wie Herr Moskowitsch sagt, das ist ein positives Problem, über das wir hier sprechen. Ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren sah es genau umgekehrt aus. Da gab es viele Hochschulabgänger, die dann Taxi fahren mussten, weil sie keinen Job gefunden haben. Und jetzt kriegen junge Leute eine Chance, schneller voranzukommen. Das ist eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Das mag ich so stehen lassen als die letzten Worte. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Ja, ich wollte nur sagen, also natürlich passiert in Berlin auch viel. Also die UFA zum Beispiel. Die UFA zur Ehrenrettung jetzt nochmal. Die UFA zum Beispiel hatte gerade ein Programm veröffentlicht, wo sie Quereinsteiger ermutigen wollen, in die Branche zu kommen. Also insofern will ich das, also soll jetzt nicht so münchenlastig sein. Steigen Sie ein. Mein Gastmoderator darf die Gäste noch verabschieden. Genau, also herzlichen Dank für diese illustre Runde. Also ich könnte noch eine Stunde, ehrlich gesagt. Also wir haben noch ein paar Fragen in petto, aber es ist leider schon vorbei. Also herzlichen Dank, Frau Staudiegel, Herr Wöpken, Herr Boskowitsch und Daniel Salzwedel. Danke auch dir, dass du mich hier ertragen hast, quasi als Co-Moderator. War toll, war eine tolle Erfahrung. Und ich wünsche dem Format weiterhin alles Gute und gebe ab an dich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es um Corporate Podcast geht. Bleiben Sie uns gewogen. Ciao.